Wir haben ja schon viele leckere Salate zusammen gemacht, aber den, den ich euch heute zeige, den habt ihr noch nicht gesehen. Passt mal auf. Für meinen lauwarmen Wintersalat brauche ich Rosenkohl, Fenchel, Walnüsse, Granatapfelkerne und natürlich Weintrauben. Ich fange jetzt an mit den Granatapfelkernen. Da habe ich was Neues entdeckt, nämlich die gefrorene Variante. Da mache ich es mir viel einfacher mit, spare mir das Herauslösen und muss die nur entfrieren. Dafür packe ich mir jetzt in eine Schale. Die stelle ich mir jetzt beiseite und bis ich mit dem Salat fertig bin, sind die hoffentlich aufgetaut. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um den Rosenkohl. Dann mache ich mir einfach nur hier unten das kleine Ende ab. Außerdem löse ich mir mal gerne noch die äußeren Blätter ein bisschen ab. Dann werden sie halbiert. Und dann werden die gleich in Knoblauch angebraten, was ich immer super lecker finde. Ich finde ja sowieso, dass man Kohl heutzutage viel moderner zubereitet als früher. So mit Anrösten und mit Knoblauch und Gewürzen. Meine Mama, die hat den einfach nur gekocht in Salzwasser. Und dann fand ich den als Kind relativ öde. Schmeckt ja hauptsächlich nur bitter. Fand ich nicht so gut, finde ich jetzt besser. So, die ganzen Blätter, die packe ich mir mal hier zur Seite. Ich esse das ganze Jahr über gerne Salat. Und ich finde auch, dass man, wenn man ein bisschen kreativ ist, zu jeder Jahreszeit eigentlich was findet, was in Salat passt, was trotzdem regional ist und saisonal. Außerdem ist er natürlich super geeignet für den Winter, weil es nicht einfach nur so ein leichter Sommersalat ist, sondern so eine richtige Mahlzeit, so ein richtig deftiger Wintersalat. Jetzt brauche ich noch Knoblauch. Den Knoblauch, den hacke ich mir jetzt ganz fein. Da reicht eine ordentliche Zehe. Den Rosenkohl brate ich mir jetzt scharf an, zusammen mit dem Knoblauch. Dafür mache ich mir hier ein bisschen Öl heiß. Und direkt den Rosenkohl hinterher. Ich lasse ihn jetzt zwischendurch kurz in Ruhe, damit er auch schön braun wird. In der Zwischenzeit bereite ich mir jetzt die Walnüsse vor. Die werden nämlich lecker karamellisiert mit etwas Zucker und Margarine. Die Walnüsse hacke ich mir jetzt so ganz grob. Wenn der Rosenkohl jetzt ein bisschen braun geworden ist, drehe ich mir den runter auf eine kleine Pfanne, dass er einfach nur ein bisschen garen kann, aber nicht noch brauner wird. In der anderen Pfanne schmelze ich mir jetzt die Margarine. Es geht natürlich auch Butter, aber ich will heute vegan bleiben, deswegen Margarine. Da gebe ich jetzt ein bisschen Zucker rein. Der Zucker schmilzt hier vor sich hin. Ich weiß, Kev sagt immer nicht rühren, aber ich rühre so gerne. Die Walnüsse werden jetzt karamellisiert, was einen super Gegenpol bildet zu diesem ja etwas herben Rosenkohl. In der Zwischenzeit, ganz wichtig, habe ich eben vergessen, wird der Rosenkohl natürlich etwas gesalzen. Der ist jetzt auch gar, das heißt, ich kann den ausmachen. Die Walnüsse packe ich mir jetzt auf ein Backpapier, dann können die in Ruhe abkühlen. Mein zweitliebstes Wintergemüse neben dem Rosenkohl ist der Fenchel. Der Fenchel hat ja immer so eine schöne Frisur, die lassen wir auch nicht verkommen, die ist total lecker. Die schneide ich mir gleich ab und dann kommt die so als Kräutertopping mit auf den Salat. Ich halbiere mir den jetzt erstmal. Und dann schneide ich mir dieses ganz harte in der Mitte einmal raus. Und der Rest wird jetzt in ganz feine Scheiben geschnitten. Ich merke gerade, das ist wirklich ein sehr großer Fenchel. Das heißt, man kann diese Scheiben, die da rauskommen, hinterher locker auch nochmal halbieren. Fenchel ist ja eigentlich eher so eine warme Beilage, zum Beispiel zu Fisch total beliebt. Ich mag es warm gar nicht so gerne. Ich finde, gerade roh schmeckt das so besonders frisch. Es schmeckt so ein bisschen nach Anis. Ich finde es im Salat einfach super lecker. Ich finde es halt wichtig, dass in so einem Salat was Frisches ist, was Knackiges. Bisschen was mit Säure, ein bisschen was Süßliches. Wenn man diese ganzen Komponenten drin hat, ist es eigentlich meistens eine leckere Sache. Ich fange jetzt schon an mit dem Anrichten. Dafür nehme ich mir einen großen Teller. Da gebe ich jetzt den Fenchel drauf. Auf den Fenchel gebe ich jetzt den Rosenkohl. Der ist natürlich noch schön warm. Außerdem gehören auf diesen Salat natürlich Weintrauben. Ich habe heute beide Farben, die roten und die grünen. Ich finde einfach beide super lecker und sieht hübsch aus. Aber ihr könnt natürlich auch nur die eine Sorte nehmen. Ich finde, die grünen sind immer so ein bisschen säuerlicher und die roten sind ein bisschen süßlicher. Aber mir ist immer am wichtigsten, Hauptsache kernlos. Die Weintrauben halbiere ich mir schnell und dann kommen die auch über den Salat. Und dann natürlich noch ein paar grüne. Die Walnüsse sind inzwischen abgekühlt. Einmal kurz testen, ob sie auch karamellisiert sind. Ich fühle mich gerade wie auf dem Jahrmarkt. Die gebe ich jetzt drüber. Habt ihr eigentlich Weintrauben schon mal eingefroren? Ich habe es noch nie probiert. Stell mir aber gerade vor, dass das so vielleicht ganz coole Eiswürfel sind. Oder vielleicht so Eisbonbons. Habt ihr das schon mal getestet? Sagt mal Bescheid. Jetzt kümmere ich mich noch um den Fenchel. Da kommen hier noch die Kräuter ab und werden gleich eine schöne Garnitur. Was darf auf keinem Salat fehlen? Natürlich ein Dressing. Das mache ich jetzt noch. Zu so einem Wintersalat passt natürlich ein ganz einfaches Dressing am besten. Olivenöl und ein bisschen Balsamico-Essig, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Fertig. Ich habe den Salat neulich für meinen Mann gemacht, der erst so ein bisschen skeptisch guckte, weil so Weintrauben auf einem Salat mit Rosenkohl gemischt und Fenchel, da wusste er gar nicht, was das ist. Aber er hat natürlich probiert und fand ihn dann auch wahnsinnig lecker. Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft. Das Dressing gebe ich jetzt über den Salat.
Und zu guter Letzt kommen natürlich jetzt noch die Granatapfelkerne darüber. Ich probiere mal. Ich finde ihn wieder super gelungen. Ich weiß, die Kombi ist ein bisschen ungewöhnlich, aber seid ruhig mutig und probiert es mal aus und sagt mir, wie es geschmeckt hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!